Seid ihr willkommen, Leute, und zur weiteren Folge mit dem Palmarar. Ah, egal, ihr wisst, wie es heißt. Ist halt Rom, ne? Das ist ja das Wüstenrom, was in der Wüste ist. Das Römische Reich ist aktuell ein bisschen gespalten. Wir sind jetzt letztens stehen geblieben mit dem Angriff auf Ägypten, mit unseren Regionen. Und wir werden jetzt den Krieg, also den Konflikt ein bisschen weiter ausarten lassen, also fortsetzen mit mehr Personal. Wir werden da deutlich mehr reinstecken an Legionären. Und wir natürlich auch unsere Wirtschaft ausbauen, versteht sich. Und gucken, dass wir das größte Reich der Welt werden. Und sogar Rom besiegen, als Wüstenrom. Ha! Witzig. Okay. Gut, ich hoffe, wir waren stehen geblieben, dass wir... Ja... Wir hatten gerade unsere zweite Legion, glaube ich, fähig gebaut, gehabt. Mit Soldaten, die wir auch dann direkt in den Kampf schicken werden. Und ja... Wir wollen, werden auf jeden Fall diese Kirchen noch einmal abschaffen, weil die mir ein bisschen auf den Schirm, das kommt ein bisschen so auf den Sack gehen. Weil, irgendwie finde ich die nicht so toll. Wie kommt das jetzt? Ist immer schlecht. König ohne Ehre ist nutzlos. Oh, das würde ich jetzt nicht grob sagen, ne? Also wenn man was kann, hat er keine Ehre, es ist trotzdem, kann man es ja trotzdem, ne? Das ist auf jeden Fall ein sehr schlauer Satz da unten. Das muss man an der Stelle auf jeden Fall sagen. Römischer Feldherr von 15 vor Christus bis 15 nach Christus. Oh, hat er ganz schön lange gelebt, ne? Für die Verhältnisse früher. So. Hier geht die... Also hier werden wir nachher auf jeden Fall Schwierigkeiten bekommen, weil diese Provinz hier untergeht. Kulturelle Unterschiede. Wir müssen mehr unsere Kultur hier reinbringen. Okay. Ja, die haben hier gerade mal produziert, okay. Die Legion des Bluts. Zu euren Diensten. Ich erwarte eure Bitte. Legion des Jupiters, okay. Die Stadt haben wir schon alle mit unserer Marine, die jetzt da steht und. Ne, achso. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Rambo ist immer gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall auch mehr auf die zivile Forschung gehen, um da auf jeden Fall nachrüsten zu können, weil wir schon kaum Gebäude bauen können. Das ist römische Heuchler, ich finde das immer auch witzig, dass eine Partei hier einfach römische Heuchler da ist. Na gut, ne? Unzufriedene Bevölkerung. Oh, wir haben bald schon eine Rebellion. Das gefällt mir gar nicht. Und noch 69 Einnahmen pro Runde. Das gefällt mir auch nicht. Okay. Die Legion geht dann jetzt hier hin.
Okay. Ich kämpfe für das Volk. Nein. Schlecht. Egal, okay. So. Haben die schon eine Nahrungsmittelknappheit? Ich könnte noch mehr. Nein. Aber jetzt haben die eine. Genau null. Ach, ich gehe. Ich gehe mich erhängen. Okay. Gut. Die Stadt kriegt bessere. Wir müssen einmal Spiele veranstalten. Wenn wir das können. Nein, können wir nicht. Er kann Spiele. Auf jeden Fall da. So, wir organisieren einmal Spiele. Spiele organisieren ist immer gut, bringt ein bisschen Bonis. Und dann können wir direkt in die nächste Runde schon. Das Volk wird die Legionen lenken und sie ihr Schwert auf euch richten lassen. Das ist doch scheiße jetzt. Wir haben jetzt Krieg gegen Galiten. Mal gucken. Legion 1 Ägypter. Das ist eine richtige römische Legion. Und gegen die müssen wir gleich noch ankämpfen. Gegen eine richtige römische Legion. Ach, was für ein Geier. Wir haben da so komische. Ja, ich weiß nicht. Komische. Egal, wir müssen die Armee auf jeden Fall jetzt hier oben an die Front verlagern. Was mir sowas von gar nicht gefällt. Wir müssen auf der Armee auf jeden Fall die etwas teureren Einheiten rausmachen. Was dann zum Beispiel Pikniere sind, weil wir gerade einfach kein Geld mehr einnehmen. Jetzt mehr wir ein bisschen ein. Dann machen wir aus der da so eine kleine Unterstützungsarmee. Und beim Feller raus, du hast jetzt halt eine Unterstützungsarmee. Ich bin auf 5 plus. Ihr macht jetzt einmal Gewaltmarsch nach oben. Hier ist immer noch zu viel Minus. Das müssen wir auch machen direkt. Machen wir auch direkt. Wir noch mehr Gebäude bauen können, um unser Reichtum auszubauen. ...2000 bräuchten wir, okay. Gut, wir marschieren jetzt nach hier. Und wir machen mal die Schlacht selber. So. Wir spielen halt schwieriger an der römischen Armee, das ist halt so witzig. Wir kämpfen als Römer gegen Römer. Nur wir haben auf jeden Fall die schlechteren Nahkämpfer, das ist auf jeden Fall klar. Deswegen setze ich jetzt auf jeden Fall auf unsere Steinsteuerer, also auf unsere Fernkämpfer. Weil ich 100% weiß, dass unsere Speerkämpfer nichts gegen die römischen Schwertkämpfer anrichten können. Das wird sonst einfach ein Blutbad. Außerdem müssen wir auf diese einen Pikenierstrupp hier aufpassen, weil der kann mit dem Piken halt ganz schön reinpieken. Haha, Wortwitz. Okay. Aufstellung starten. Hier ist unser schöner General. Das ist eine Frau, ne? Na ja, gut, auf dem Bett ist es ein Mann, aber ist eine Frau.
So, das ist ein schwerer Speertrupp. Aber wir machen das erstmal anders. Geschosse warten auf Ziele. Das hier sind ja okay. Ich glaube, ich weiß, wie wir das jetzt machen tatsächlich. Machen das jetzt so. So. Ah, die Armee kostet uns schon sehr, sehr viel, die wir hier gerade nutzen. Ein Unterhalt. Das ist schon nicht ohne. Okay, machen wir einfach einen Geschossball. Das funktioniert ganz simpel, da gehen auch unsere eigenen Leute ein bisschen drauf bei, aber wenn dort in die Steinschleuderer die gegnerische Infanterie reinrennt, fangen die mit den Sperren an zu schmeißen und wenn hier die Gegner ankommen, so schmeißen die hier hinten ihre Sperre. Wunderschöne Worte. Das ist ein... Aber diese Einheiten, diese palästinensische Legionäre, die kosten auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Das ist leider so. Mal gucken, rücken die hier vor, bewegen die sich? Nein, die bewegen sich gar nicht. Das sind sehr leichte Vigiles mit ihrer komischen Herberner. Kohorte. Okay. Dann rücken wir vor. Wir erwarten eure Befehle. Im Allschritt. So. Unsere Streitwagen setzen sich auch in Bewegung. So stellt man sich natürlich nicht die normalen römischen Legionen vor. Ne? Das sieht eigentlich aus, als wie irgendwelche. Ne? Aber es ist eine Legion. Also, ja, ist halt nicht mehr so römisch. Wobei hier auch jetzt zum Beispiel sieht, das ist eindeutig Rom. Natürlich nicht die roten Farben von Rom, aber es ist Rom. Niedrige Bedrohung. Wir sollten aber auf jeden Fall die permanentische Reguläre nicht mehr so viel bauen, sondern eher die Kohorten. Weil die Legionäre doch deutlich teurer sind im Unterhalt und so. Das revidiert sich nicht, sag ich mal. So, ihr macht auf jeden Fall Defensivmodus. So. Ich spule mal ein bisschen vor. Weil sonst wäre es ja langweilig. Und Langeweile wollen wir natürlich nicht. Wir sehen hier diese roten Linien, das sind die Schussreichweite unserer Steinschleuderer. Warum ich die jetzt nicht renne, das hat einen ganz einfachen Grund, weil sonst waren die direkt schon ausgelaucht und das wollen wir nicht. Aber jetzt machen wir halt. Komm, feuert. So. Und volles Feuer. Schmeißt eure Sperre. Geht doch. So, unsere Legionäre sind in Position. Geht's in den Angriff. Es gibt ja auch schon die ersten Kämpfe. Unsere Streitwagen greifen jetzt ein. Machen die sehr leichte Geschossinfanterie runter, was ich sehr, sehr toll finde. Wir erwarten eure Befehle.
So, jetzt hier hinten schön rein. Oh, ich bin mitten in die Piken reingerannt. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Unser General hat eine schwere Verletzung erlitten. Aber er wird überleben. Die haben sich gedreht, das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ah, belastend. Das wollte ich nicht. Scheiße. Egal, das hier sind Steinschleuder, stellen wir mal hier auf. So. Ihr greift den da bitte an. Okay, die sind fertig. So. Okay, das gewinnen wir hier auf jeden Fall. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. So. Okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist natürlich schlecht. Halt. Das machen wir jetzt mit Fernkämpfern. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt machen wir jetzt mit Fernkämpfern komplett, weil ich nicht möchte, dass jetzt Soldaten an diesen Piken kaputt gehen. Weil die Piken sind schon fiese Nahkämpfer. Machen wir es jetzt komplett mit Fernkämpfern. Werden die schön zusammengeschossen. Und wir stellen hier unsere Legion mal komplett neu auf, schon mal wieder. Muss hier mal schön geordnet aussehen. So, hier fliegen auf jeden Fall die Steine rein. Das tut ihnen auf jeden Fall weh. Okay, da hauen die auch ab. Da setzen wir noch nach, weil wir möchten auf jeden Fall den General noch umdrehen. Okay, Gefecht ist zu Ende. Ja, das war ja eigentlich okay, das Gefecht. Wir haben 81 Leute verloren, das geht komplett. Ja, unser Streitwagen, das ärgert mich gerade ein bisschen, aber... Ich habe nicht aufgepasst. Das ist mein Fehler gewesen jetzt komplett. Gut. Wir sind ja voll in die Piken reingerannt, leider. Aber es war eigentlich ein recht gut Schnacht. Ging schnell vorbei. Und da hätten wir die Stadt auch eingenommen. So, wir wollen nämlich erst direkt, dass unsere Kultur verwaltet wird, deswegen machen wir es jetzt so. Okay, da haben wir nicht genug Geld für. Die sind noch auf dem Weg nach hier oben. Die Legion steht rein theoretisch zur Verfügung, okay. Und unsere Flotte brauchen wir auch nachher an der richtigen Front. Hier wollen die auf jeden Fall eine gute Armee auf, sag ich mal. Wir können 1 Ägyptier. Das wird auf jeden Fall nachher noch ein guter Kampf, aber wir gehen jetzt erstmal in die nächste Runde. Und gucken, was sie so bringt. Unser Agent wurde entdeckt. Oh, fuck. Nein, das wollte ich gar nicht. Scheiße, kann ich das nicht irgendwie abbrechen? So, ja. So, erstmal machen wir so ein Alexander, bauen wir jetzt das hin. Was ist das hier? Legion 1 Ägypter. Okay, die will auf jeden Fall da an die Stadt ran. Das wollen wir natürlich nicht. Alexander wollen wir behalten. Eigentlich recht gern. Sieht es hier mit den Lebensmitteln so aus? Minus 2. Leute, die fangen an zu hungern. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir rücken weiter mit Gewaltmarsch vor. Mit der Armee nach oben.
um uns irgendwie entgegenstellen zu können. Kann ich die beiden Truppen hier raus entbehren? Ja, kann ich. Perfekto. Ich kann die ganze Armee raus entbehren. Das ist auch gut. Dann schmelzt er jetzt mit der Armee zusammen. Okay, hier kann ich dich nicht rausbewegen, weil die hat hier... Die Stadt hat Schwierigkeiten. Oh, ich möchte diese Scheiße gerne abreißen, ne? Das kostet 2000, aber machen wir bald auf jeden Fall. Okay, so, nächste Runde. Ich möchte mal gucken, dass wir das irgendwie doch... Ich möchte mal gucken, dass wir das doch gewinnen, weil die Siedlung wäre eigentlich recht gut jetzt, weil sonst zieht sich dieser Krieg übelst lange und das wollen wir nicht. Deswegen gucken wir mal, ob das geht irgendwie. Wird auf jeden Fall schwierig, weil die haben... zwar sehr, sehr viel Billo-Einheiten, aber auch gute haben wir auch bei. So, ja. So, was ist das hier? Das ist unsere leichte Geschossinfanterie. Ich erwarte eure Befehle! Hügelmänner. Okay, machen wir erstmal so. Fernkämpfer kommen erstmal hier hin. Schmeißen dann ihre erste Salve sozusagen. Dahinter kommt die Hügelmänner und dann kommen die Schwertkämpfer. So. Unsere Schiffe machen schiffige Sachen. Die kommen dann auf. So, die landen dann nachher an. Okay, dann. Da starten wir die Schlacht. So, ihr gebt bitte alle an Land. Und ihr geht dahin und bringt euch in Schussposition auf die Gegner. Da hoffen wir, dass wir reinschießen könnten, die Menge, mit unseren zwei Arti-Schiffen hier. So. Mit euch erstmal dahin. Eure Befehle zu euren Diensten. Befehle? So, und ihr geht jetzt dann dahin. So. Und die Bogenschützen gehen hierhin erstmal. So. Okay, die schießen schon. Das gefällt mir. So. Ja komm, lass mal treffen hier. Die müssen auf jeden Fall noch ein höheres Level bekommen, die Art hier Schiffe, weil die sind echt scheiße mit dem Treffen.
Befehl! Ja, die mir starrt Geschosse. Kommt, jetzt bringt die um. Geht doch, Treffer. So, die schießen wir gleich direkt mal weg erstmal. So, wir binden gerade sehr, sehr viel Steinschleuder tatsächlich mit unseren artigen Schiffen, was mir auch gefällt, sehr gut. Wir schießen mal auf den General. Okay, hier wird auf jeden Fall schon geschossen mit den Pfeilen, das gefällt mir. Feuerkraft bereit! Naja, wir schießen auf das Schiff. Da kommen mittlere Nahkämpfer, okay. Zu Befehl! So, mit den Sperren sieht's gut aus. Die wir gerade diese leichte Geschossinfanterie echt gut zusammengeschossen, sag ich mal. Bogenschützen gehen jetzt hier hin, bitte. So. Oh. Angriff, bitte. Okay, hier gibt's schon die ersten Nahkämpfe. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist natürlich nicht schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu Befehl! An die Waffen! Zu euren Diensten! Kommandant! Befehl verstanden! So, feuert da mal bitte rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Wege bis dahin nochmal abgeschwächt. Eure Befehle, mein Herr. Auf jeden Fall. Wir erwarten eure Befehle. Schnell vorrücken. Schwerter. Ja, vorrücken. Befehle. Bereit. Speere. Zu euren Diensten. Bereit zum Einsatz. Zu Befehl. Männer. Bogenschützen wieder dahin. So, ihr macht euch jetzt bereit, da hinten reinzuschießen, bitte. Schnell!
geht da hinten rein direkt. Ja. Einfach rein da. Mit den Speeren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Okay, da fliegen die Bogenschützen. Was, da fliegen die Bogenschützen? Ich meinte natürlich, da fliegen die Bogen. Doppelte Geschwindigkeit! Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ich schieß bitte da rein. Und das wird gut. Die können da ja mitten in die Menge reinschießen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Selbstmeister! Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Schiffe schießen jetzt auch hier mit sehr, sehr kräftig rein. Guckt natürlich, dass sie hier das gut hinbekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Also die Kugeln treffen auf jeden Fall gut von den ganzen Schiffen. Okay, die hat uns voll getroffen. Abhauen, wir gewinnen doch gerade. Kommt Leute, ihr müsst doch, wisst euch halt, ihr seid römisch Staaten, ihr haltet jetzt durch die Scheiße. Oh Leute, das hab ich gar nicht gesehen. Das gefällt mir jetzt nicht. Komm, ich hab die kurz weg da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Bereit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Bereit zum Einsatz! Naja. Wir planen die Gebäude ab. Mal gucken, wie lange die es hier durchhalten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, ich würde trotzdem sagen, wir haben den echt gut Verluste zugefügt, würde ich trotzdem mal sagen. Grob einfach mal. So gesagt. Der kommt gut. Ja, oh, der ist gut gekommen. Tja, meine Schiffe leben noch mal.
Aber ich möchte die irgendwie gucken, dass die abhauen. Kann ich nicht eben sagen, dass die abhauen sollen, dass die fliegen sollen? Nee, ne? Gehen die mal an Land. Das sind jetzt die restlichen Armeen von mir. Auch belastend. Die gehen jetzt an Land. Naja. Die werden, dann hoffe ich mal, mit Stolz kämpfen. Hoffe ich einfach mal grob. Die werden zwar keine Chance haben, aber... Ja, okay, sie fliegen halt einfach instant. Okay, Gefecht beenden. So, Leute, da würde ich sagen, an dem Punkt beenden wir die Aufnahme. Die Stadt haben wir auf jeden Fall verloren. Aber... Geht doch eigentlich. Gut. Wer diesen Content feiert, lasst natürlich einen Daumen nach oben da und ein Abo. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschö.